bin jetzt schon, bin kaum in Rom, aber immer wieder angesprochen worden auf die Situation bei uns in Deutschland im Bistum Limburg. Ich war am vergangenen Donnerstag in Berlin bei der Bundespressekonferenz und da habe ich an diesem Vormittag dann in die Bundespressekonferenz erfahren, dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg einen Antrag auf Erlass eines Staatsbefehls gegen den Bischof von Limburg veröffentlicht hat. Und Sie können verstehen, dass mich das persönlich sehr bewegt. Den Vorgang verfolge ich aufmerksam und auch mit großer Sorge, denn das ist für uns tatsächlich ein entscheidender Schritt, den wir da sehen. Es steht mir persönlich nicht zu, über den Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg oder über den Bischof von Limburg zu urteilen. Ich bin mir aber sicher, dass sich der Bischof von Limburg gründlich und auch mit der notwendigen Selbstkritik mit dieser Entwicklung auseinandersetzt. Ich bin nun in diesen Tagen hier in Rom zur Sitzung des Rates zur Neuevangelisierung und Sie werden verstehen, dass ich dann natürlich auch entsprechende Gespräche hier führen werde, um zur Klärung beizutragen. Insgesamt nehme ich die Situation im Bistum Limburg sehr ernst. Denn die vom Bischof erbetene Prüfungskommission über die Finanzen, bis was die Ausgaben waren, die habe ich auch eingesetzt. Diese Prüfungskommission nimmt noch diese Woche ihre Arbeit auf. Wie lange die Untersuchung dann dauert, das kann ich von vornherein nicht sagen. Der Prüfungskommission gehören interne und externe Experten an. Also angefangen von Experten des Kirchenrechts über die Finanzverwaltung, über die Bauten, die sind Fachleute, sind dabei. Wir haben vereinbart, dass die Namen vertraulich bleiben, damit diese Personen nicht schon vornherein oder mit bestimmten Fragen befasst werden. Natürlich wird zum Schluss die Sache veröffentlicht werden, dann wird auch bekannt geben werden, wer diese Leute sind. Und dieses Team, das die Finanzen, die Kommission zusammenstellen soll, hat nun einen dreifachen Auftrag. Einmal geht es um Klärung der Kosten für dieses Bauprojekt in Limburg. Es geht um die Finanzierung dieses Baus, wie es war, und es geht auch um die Entscheidungswege, wie es nun dazu auch gekommen ist. Und wir warten nun alle auch, wie nun dieses Ergebnis sein wird, um dann das ganze Ergebnis mit dem Bischof zu besprechen, schauen, wie es dann welche Konsequenzen dann auch daraus zu ziehen sind. Und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich natürlich über die Gespräche, die ich hier führen werde, nicht im Voraus dann das sagen werde, was ich hoffe, so auch Ergebnis sein kann.